Hallo, ich bin Dr. Merkula. Heute möchte ich über eine einfache Technik sprechen, die viele naturheilkundlich und biologisch arbeitende Zahnärzte sehr empfehlen, um die orale Gesundheit zu stärken. Die uralte indische Technik wird schon seit 5000 Jahren angewandt und heißt Ölziehen. Ölziehen hat viele gesundheitliche Vorteile und ich kann zwar nicht jede Behauptung darüber unterstützen, aber über einen Vorteil bin ich mir ganz sicher. Es wird Ihre Dentalgesundheit verbessern. Das ist der hauptsächliche Grund, warum ich es seit einem Jahr tagtäglich praktiziere. Worum geht es? Nun, Ölziehen ist ganz einfach aus biomechanischer Sicht sinnvoll. Bakterien sind die Hauptverursacher von Karies. Und diese Bakterien, die aus Zellmembranen bestehen und fettlöslich sind, vermehren sich sehr schnell und können innerhalb eines Tages sehr große Populationen bilden. Deshalb ist es sinnvoll, wenn Sie eine Strategie an der Hand haben, um diese Bakterien mechanisch zu entfernen. Dadurch senken Sie Ihr Risiko für Zahnkaries. Es gibt verschiedene Öle, mit denen Sie dies bewerkstelligen können. Die traditionellen sind Sesam- und Sonnenblumenöl. Ich selbst halte jedoch Kokosöl als viel besser geeignet, zum Teil, weil Sesam- und Sonnenblumenöl viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Kokosöl jedoch ist reich an mittelkettigen Fettsäuren wie Laurinsäure, die sogar 50% des Fettes in Kokosöl ausmacht. Vielleicht wissen Sie bereits, dass Laurinsäure für ihre antimikrobiellen Eigenschaften bekannt ist. Und zahlreiche Studien haben die Wirkung von Kokosöl in der Kariesvorbeugung nachgewiesen, weil es die Bakterien bekämpft, die eben Karies auslösen. Sie wissen ja, dass ich fest daran glaube, dass Sie Ihre Gesundheit auch dadurch verbessern, wenn Sie Ihre Kohlenhydrate nur aus Gemüse beziehen und dass sich auch eine Reduzierung des Eiweißkonsums sehr förderlich auf die Gesundheit auswirkt. Ausnahmen gelten hier für Ausdauersportler und schwangere Frauen, weil sie mehr brauchen, und für Veganer. Wenn Sie also Ihre Eiweiß- und Kohlenhydratzufuhr reduzieren, müssen Sie sie durch andere Kalorienquellen ersetzen. Und meiner Meinung nach sind gesunde Fette hier die beste Wahl. Dazu gehören Avocados, Butter, Oliven, Olivenöl, Nüsse und natürlich Kokosöl. Weil Kokosöl so viele kurzkettige Fettsäuren enthält, ist es auch sehr leicht zu verdauen und insbesondere bei der Umstellung von der Kohlenhydrat- auf die Fettverbrennung hilfreich. Weil es so schnell verwertet wird, können Sie es als metabolischen Kohlenhydratersatz verwenden, ohne jedoch deren Nebenwirkungen wie Energiemangel zu erzeugen. Wie funktioniert nun das Ölziehen? Am besten machen Sie es am Morgen, ehe Sie irgendwelche Flüssigkeiten, auch Wasser, trinken. Nehmen Sie einen Esslöffel Öl in den Mund. Kokosöl ist unter 24 Grad Celsius fest und schmilzt im Mund langsam. Kinder nehmen entsprechend weniger. Bewegen Sie das Öl im Mund einfach hin und her, vor und zurück. Achten Sie darauf, nichts davon zu verschlucken. Bewegen Sie es einfach wie eine Mundspülung im Mund und saugen es durch die Zähne. Legen Sie aber nicht den Kopf zurück und gurgeln. Nach ein paar Minuten wird das Öl dünnflüssiger, weil es sich mit Ihrem Speichel mischt. Pressen und ziehen Sie es weiter durch den Mund und zwischen den Zähnen durch. Entspannen Sie Ihre Muskeln. Bewegen Sie die Flüssigkeit mit der Zunge im Mund umher. Wenn Sie alles richtig machen, sollten Sie sich dabei wohlfühlen. Eigentlich gibt es kein richtig oder falsch beim Ölziehen. Erzwingen Sie es nicht. Konzentrieren Sie sich nicht darauf, es ganz und gar richtig zu machen, sondern nutzen Sie die natürlichen Bewegungen. Wenn Sie den unbändigen Drang zu schlucken verspüren, spucken Sie das Öl aus und fangen Sie einfach noch einmal an. Vielleicht hatten Sie einfach zu viel Öl im Mund. Probieren Sie es dann mit etwas weniger erneut. Im Lauf der Zeit finden Sie das richtige Maß und Ölziehen wird für Sie so natürlich wie Zähneputzen. Die Dauer kann eventuell von den Umständen, den Temperaturen etwa abhängen, aber 20 Minuten sollten Sie anstreben. Weil Sie natürlich nicht in der Lage sind zu sprechen, wenn Sie das Öl im Mund haben, sollten Sie das Ölziehen dann machen, wenn Sie mit niemandem kommunizieren müssen. Wenn Sie das Gefühl haben, das Öl ausreichend lange im Mund gehabt zu haben, das heißt, wenn das Öl eine weiße, milchige Konsistenz angenommen hat, spucken Sie es einfach aus.
Ich selbst mache das jeden Morgen, das muss aber nicht unbedingt sein. Sie könnten ein paar Mal die Woche Öl ziehen oder immer, wenn Sie Zeit dafür haben. Öl ziehen kann gegen Zahnfleischbluten und Parodontitis vorbeugen, das Risiko für Karies und Zahnfleischentzündungen reduzieren und vor Mundgeruch schützen. Insgesamt stärkt es Zähne und Zahnfleisch. Sehr gut ist die Kombination von Ölziehen und dem Gurgeln mit Natronlösung, also ein Teelöffel Backnatron in einem Glas Wasser auflösen, damit den Mund spülen und die Flüssigkeit wieder ausspucken. Die pathogenen Bakterien fühlen sich in diesem Milieu nicht wohl, denn sie mögen eine saure Umgebung. Indem sie das Milieu verändern, reduzieren sie die Anzahl der krankmachenden Bakterien, die zu Karies und Zahnbelag führen können. Dies sind wirklich großartige Strategien. Sie sind einfach und preiswert und tragen dazu bei, uns vor Krankheiten zu schützen. Und diese Vorbeugung ist so wichtig, denn wenn Sie erst einmal Karies haben, stehen Sie vor einigen Problemen. Es ist daher viel sinnvoller, diese Vorbeugemaßnahmen anzuwenden. Noch vor dem Ölziehen und dem Spülen mit Natronlösung müssen Sie Ihren Zucker- und Kohlenhydratkonsum radikal reduzieren. Denn Zucker und Kohlenhydrate können die Probleme verstärken, die zu Zahnschäden führen. Ich hoffe, diese Informationen und Strategien werden zu einem wirklich wichtigen Werkzeug für Sie, damit Sie und Ihre Familie weiterhin Ihre Gesundheit selbst in der Hand haben.